So. Okay, dann hau ich erstmal ab, lieber König, und ich hoffe dann, dass Herringdoth Castle mir zugeschrieben wird. Super. Jetzt haben wir wirklich, naja, gut, das ist jetzt nicht wirklich an unserem Territorium dran. Oh, was ist denn hier los? Aha, Lord Raffach. Ah, und King Harlaus und Lord Brula. Das hört sich ja sehr interessant an. Aha. King Harlaus, Lord Brula. Eieiei, das können wir hier wunderbar lösen. Dazu gehen wir mal ins Inventar. Und ich nehme mal hier Pfeil und Bogen wieder mit. Und am besten das hier auch noch. Okay. Und dann versuchen wir das heute mal so. Denn dann sind wir einfach mal ein kleiner Kergiten-Bogenschütze auf einmal. So, charge the enemy. 73 gegen 48. Ja, und sieht gut aus. Haha, los geht's. Also, Cavalry Charge. Und wir machen hier schon mal fröhliches Bogenschießen auf den Gegner. Und es sind auch ziemlich viele Pferde, so wie es aussieht. Ja, schon mal 17 Damage delivered hier. Gegen wen auch immer. So, jetzt kriege ich vielleicht auch mal den Lord. Den hier zum Beispiel. Ja, den. Aua. Den. Jetzt nehmen sie mich alle aufs Korn. Ganz schön fies von dem. Oh, jetzt habe ich jemanden. Sorry, einen Augenblick bitte. So, da musste ich jetzt kurz mal die Zügel fahren lassen. Denn ich habe mich einem ausgiebigen Hustenanfall hingegeben. Und gleich werde ich noch schnell was trinken, dann geht das wieder. So, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Natürlich. Wir gehen gegen die Gegner vor, Hugenot, wie wir sind. Und gegen die Swordians. Ja, die sind halt so ein bisschen gemischt. Aber ich denke, da haben wir bessere Chancen als gegen so eine blöden Roddocks. Und natürlich mit unseren ganzen Reiterfreunden hier. Macht das einfach nur noch Spaß hier. Denn, ja, leichte Ziele sind das alles. Papa. Ja, ansonsten finde ich ja Mount & Blade total ausgewogen. So, das habe ich ja auch mehrmals gemerkt. Also während dieser 100 Folgen kam es mir nie so vor, als ob ich unfair behandelt würde. Na gut, manchmal, wenn ich ein bisschen Ausrüstung verloren habe. Ach ja, die technische Seite meiner Let's Plays hat mich dann doch manchmal ein bisschen geärgert. Es gab ja vielfältige Probleme. Und es ist ja besonders ärgerlich, wenn irgendwie eine Session aufgenommen wird und dann ja, ist halt aufgenommen. Und der Speicherpunkt ist gesetzt und so weiter und so fort. Und dann hat man keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Und vielleicht nur, weil es da ein paar kleine Soundknackser gibt oder eine kleine Verzögerung oder sowas. Da muss man dann gut abwägen, was man hochlädt und was nicht. Teilweise geht's, teilweise geht's nicht. Also, ja, es ist manchmal ziemlich schwierig. Und manchmal war ich auch selber überhaupt nicht zufrieden mit der ganzen Geschichte. Und habe mir dann gedacht, ah, warum hast du das jetzt gemacht? Warum hast du das jetzt hochgeladen? Na gut, okay, so häufig kommt das auch nicht vor, dass die Folgen jetzt technisch schlechter Qualität sind. Aber in diesen Momenten, wo es dann so ist, dann möchte man auch manchmal sagen so, ah, meine Güte, warum habe ich das nicht vorher gemerkt? Und ein paar Mal merkt man es ja auch erst, wenn es dann auf YouTube hochgeladen ist, dass da irgendwas falsch ist. Das ist dann besonders peinlich. Und ich möchte jetzt mal hier diesen ollen Lord wegkriegen. Wir haben 45 Pfeile, warum benutzen wir die noch nicht? So, jetzt aber. Das war noch nicht mal ein Lord, das war ein Swordian Knight. So, die Reiter, kommt mal her. Nein, nicht Dismount. Ah! Ach, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? So, Cavalry und dann Follow Me. Genau, so rum wird ein Schuh draus. Dann können wir die Truppen alle mal wieder ein bisschen zusammenziehen. So.
Das sieht doch schon ein bisschen übersichtlicher aus. Und wenn die dann alle wieder bei uns sind, dann haben wir auf jeden Fall einen Überblick, wo der Gegner auch ist. Au. Und au. Und du noch. Komm her. Ja, du erliegst gleich meiner Rache hier. Und sind das etwa neue Gegner? Nein, das sind neue Verbündete. Wunderbar. Und das heißt, Charge natürlich. Everyone, charge. So. Jetzt ist echt verwirrend hier. Wo ist der Gegner? Wo reiten sie alle hin? Wo sind die letzten Reste? Da zum Beispiel. Ah, jetzt hat er hier noch jemanden umgebracht. Wir versuchen mal den Swadischen. Oh, wunderbar! 12,0 war die Geschwindigkeit hier. Was für ein toller Schuss. Das habt ihr jetzt hoffentlich alle gesehen. Haha, da klopfe ich mir jetzt mal ganz stolz auf meine eiserne Schulter. Und reite weiter. Und nehme den nächsten aufs Korn. Denn wir haben ja noch ewig viele Pfeile. Wir haben zwar nicht mehr so viele Lebenspunkte. Darum müssen wir uns übrigens auch mal kümmern. Um unsere Lebenspunkte. Aber das macht ja nichts. In der derzeitigen Situation. Ja, gewonnen. So wie es aussieht. Alle recken ihre Arme in die Höhe. Wir machen einen Siegessprung. Ja, wir haben gewonnen. Wunderbar. Und jetzt. Aha. Lord Brula freut sich, dass wir ihm geholfen haben. Und wir kannten uns vorher noch nicht. Aber er weiß, dass er jetzt in meiner Schuld steht. Ah, oh, ist das schön. Aha, aha, aha. Und ich würde mal sagen, diese Typen behalten wir. Und nehmen uns hier noch so einen Horseman mit. Haya. Und hier noch so einen Lanzer. Und dann können wir gleich mal das nächste Schlösschen angreifen. Oder überfallen. Oder was auch immer. Padded Cloth, Warhorse. Super, super, super. Aha. Also eigentlich wäre Dirim jetzt mal auch mal wieder dran mit Belagern. Das kann man ja immer schön gestalten. Au. Oh. Ah, Lord Raffach. Mist, jetzt sind wir in Lord Raffach reingelaufen. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Aber ja, na gut. 102 gegen 70. Das sollte zu schaffen sein. Also die Infanterie ist hier, hat hier gar keine Chance, sorry für diese kleine Pause, aber die Infanterie hat hier überhaupt keine Chance, sehe ich gerade. Da sind einfach ein bisschen zu viele Reiter unterwegs. Und die Kavallerie ist auch ein bisschen verwirrt, kann nicht so viel machen. Ja, naja, so ist das halt. Ja, das sind die Kajuten in ihrer Aktion hier. In bester Form. Meine Güte. Da machen die hier kurzen Prozess mit dem Gegner. Naja, so gut ist das halt auch nicht. So, jetzt werden wir hier gerade ein bisschen eingekeilt. Bewegen uns nicht von der Stelle. Teilen kommt ein kleines bisschen aus. So, so. Was wollen sie schon machen? Also, ohne Geschwindigkeitsbonus haben Gegner jetzt nicht so eine große Chance, mich hier wegzuhauen. Oh, schöner Schlag. Da haben wir nochmal schön beschleunigt. Die Endgeschwindigkeit von dem Pferd ist zwar nicht besonders hoch. Aber auch so haben wir es geschafft. So, Ah, Armbrustgeschmeiß, kommt her. So, und du hoffentlich, jawoll. Und da, meine Güte. Aha, aha. Und schwupp, genau. So, ah, Manometer. Heieiei. 9 Damage für mein Pferd. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist noch ein Gegner. Au. Oh, das kann ich so nicht stehen lassen, mein Lieber. Da werde ich jetzt ein paar Pfeile reinknallen. In dein Knie und in deinen Oberkörper und sonst so wohin. Ei, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. So, du bist auch noch ein Gegner. Du bist ein Lord. Ah, ein Lord. Hoffentlich. Ja, Lord Raffach nämlich. Lord Raffach, das feige Schwein. Sage ich jetzt mal so. Oh, und hier noch einer.
Na komm, los. Du stirbst auch noch. Genau. So, okay. Hast du den abgeschüttelt? Wo sind noch mehr? Da ist noch einer. Der kommt da gleich auf uns zu. Das heißt, wir nehmen ihn mal ordentlich aufs Korn. Verfolgen ihn wieder. Und weg war er. Plupp. Und wunderbar, wie die hier vom Pferd fallen. Dank der tollen Ragdoll Physics Engine, was auch immer. Und tau. Und zuck. Und zuck. Na. Achso, das war ja einer von meinen. So, aber der nicht. Und wo sind jetzt noch welche? Okay. Den hätte ich dann noch gekillt. Und, ja. Wo seid ihr alle? Kommt her. Er liegt nur rum. Hm. Sie stieben noch in alle Richtungen davon. Es werden wahrscheinlich alles so eine kleine Fußtrüppchen noch sein. Und da haben wir es geschafft. Ja! Mann! Was für eine Freude. Unbeschreiblich. Die pure Freude bricht hier aus. Aha, you have won. Cursed be this day. Noch ein Prisoner. Super. Wunderbar. Jetzt haben wir drei Lords im Gepäck. Ja, und Billigschwerter und Billigzeugs. Na gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Ah, wir müssen mal ins Inventar jetzt endlich gehen. Und haben wir überhaupt noch... Ach, wir haben ja gar nichts mehr zu essen. Meine Güte. Das heißt, ab nach Nemea. Ich hoffe, dieses Dorf haben wir noch nicht überfallen. Oh, nee, da müssen wir leider das Dörfchen wieder verlassen. Das geht nicht anders. Aber vielleicht mal nach Talberl. Vielleicht können wir ja da was einkaufen. Zu schlechten Preisen natürlich. Und, ja, aber das ist ja jetzt Wegierland hier auf jeden Fall. Aha, Buy Supplies, genau. So, was haben sie denn? Oh, nicht so besonders viel, würde ich sagen. Hm, na gut. Dann verlasse ich diese Gegend mal. Und werde mich nach... wo wende ich mich hin? In die Zukunft. Und darüber hinaus, oder so ähnlich. Ah, was machen wir? Oh. Ja, ich kriege Herringoth Castle. Das ist toll. Und natürlich das kleine Dörfchen da nebenbei noch. Und jetzt bin ich der neue Lord von Herringoth Castle. Aha. Okay. Also ich muss sozusagen meinen Lehen jetzt ja, erweitern und beschützen und lalala und hast du nicht gesehen. Und Recht und Ordnung durchsetzen. Und das mache ich doch gleich mal. Indem ich da hingehe. Oh, continue. Manage das... Ah, Stational Garrison. Und das machen wir gleich mal. Ein paar Leutchens können hier gleich in die Burg rein, um die zu verteidigen. Mit fünf tollen Leuten wird die Burgverteidigung wirklich viel Spaß machen. Achso, ja. Jetzt können wir die hier noch in den Knast sperren. Das machen wir auch gleich mal. Und dann managen wir mal. Prisoner Tower. Nein, 66 Tage. Wie viel? Wie fies? Messenger Post vielleicht. Ah, auch so teuer. Manometer. Ja, dann, dann werde ich mal wieder abhauen. So, in Herringoth Castle sind jetzt 5 Leute. Wunderbar. Jetzt gucke ich mal hier. Was kriege ich in Talberl? Hm, manage this village. Okay, die Bevölkerung hasst mich. Wunderbar. Genau das wollte ich. Dass die Bevölkerung mich hasst. Oh, 8000 ein... Oh, nee. Nee. Und Achtung, ich muss noch mal husten ganz kurz. So, ah, oh, Entschuldigung. Jetzt ist mir mein Mikrogerät runtergefallen. Ich glaube, das werde ich mal rausschneiden dann in der endgültigen Folge. Ja, und so geht's halt weiter. Jetzt möchte ich erstmal... Oh, ich brauche mal ein bisschen Erholung. Mann, ich habe nur 57 Lebenspunkte. Und Leute, ich hatte überlegt, genau, es gibt ja, also die derzeitige Situation in diesem Let's Play sieht ja so aus, wir reiten ja die ganze Zeit alleine und ja, das heißt ja auch Mountain Blade Solo. Beziehungsweise Let's Play Mountain Blade Solo. Und das machen wir die ganze Zeit. Und wir müssen uns aber trotzdem immer wieder so ein paar Leute holen,
und ein paar richtige Truppen anschaffen. Und da habe ich mir überlegt, es gibt.